Wer schon ein bisschen länger hier ist, der erinnert sich ja sicher, wo ich meine Baumfällaktionen hatte. Am Zaun war noch einiges denn an Baumresten übergeblieben ist, wie das immer so ist, wo jetzt meine PV-Anlage steht, also der PV-Zaun hingekommen ist. Und ja, Baumstuken, ne, die bleiben dann meistens über, wenn man die Bäume nicht komplett ausgerodet hat. Ich hatte damals einige komplett ausgerodet. Insgesamt sind dann aber noch einige mehr alte trockene Kiefern auf dem Gelände, die dann irgendwie nochmal weg müssen. Und ja, früher oder später kommt man dann an den Punkt, wo man feststellt, ja, ne, irgendwie die alle ausroden, das ist ziemlich dämlich. Also eine Baumstumpffräse oder eine Stukenfräse oder wie man es nennen möchte, wäre ja irgendwo ganz cool, ne? Also eine Möglichkeit, wie man den abgesägten Rest aus der Erde halbwegs angenehm rauskriegt oder beziehungsweise so weit runtergefräst kriegt, dass man da drüber glatt Rasen hat oder zumindest eine Gehwegplatte drauflegen kann oder irgendetwas in der Art, ohne dass man den Baumstufen ständig dazwischen hat. Ja, und genau das habe ich mir jetzt mal gedacht. Ja, ich bin gespannt, wann der erste Kommentar kommt mit, sowas kann man doch im Baumarkt mieten. Ja, ich weiß tatsächlich, aber interessiert mich an dieser Stelle nicht. Ich habe mir überlegt, Mensch, ich wollte immer wieder irgendwie was, ein bisschen was Mechanisches bauen und dachte mir, ja, das kriegt man doch bestimmt hin. Und das kriegt man ja vielleicht auch sogar hin ohne Benzinmotor oder ähnliches. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen rumgeguckt, was man so als Blatt mal verwenden kann und bin dann irgendwann auf diese Dinger hier gestoßen. Das ist wieder, ne, wenn da nichts anderes mehr geht, ne, so grobschlächtig in der Art und Weise, ne, das ist einfach Hartmetall um eine Scheibe drum rumgestreut, angelötet und fertig, so mehr oder weniger, ne, und damit kann man eigentlich alles machen. Also zumindest schreiben wir, dass man damit alles machen kann. Schneiden da Bitumendachmatten mit und Abrissarbeiten irgendwie, halten das Ding in der Erde, wenn sie einen Begrenzungsdraht vom Meerreuter verlegen wollen. Ja, also es ist eigentlich eher so, wenn nichts anderes mehr geht. Ne? Da, wo eine Kettensäge schon lange aufgegeben hat, da kommen dann diese Scheiben ins Spiel, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also die werden halt irgendwie einfach nicht stumpf und die setzen sich auch nicht zu. Das ist zumindest das, was man so hört und sieht. Und ja, ich habe mir gedacht, Mensch, dann bestelle ich mir mal so ein Ding, die hat jetzt 125 Durchmesser und dann gucken wir einfach mal, was damit so passiert. Ja, und jetzt geht es noch ein bisschen darum, da was drumherum zu bauen, um das Ding zu betreiben. Also habe ich erstmal auf einem leeren Blatt im CAD angefangen. Das war jetzt so ein bisschen so ein Zwischendurchprojekt, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was jetzt auch schon gleich fertig ist. Und nein, am Ende des Videos werde ich noch keine Bäume fräsen. Also werde ich sich da jetzt irgendwie drauf gefreut hat oder so. Nö, das ist jetzt erstmal nur so ein Teil, wo ich mal so ein bisschen angefangen habe, um zu gucken, was ich so bauen kann, weil eigentlich bin ich gerade an anderen Sachen dran. Aber ich hätte jetzt mal so ein bisschen Luft und hat da mal ein bisschen Lust zu und deswegen habe ich da mal angefangen. Und da gucken wir jetzt mal drüber, was ich schon so habe. Also so soll das aussehen dann später. Es gibt da noch mal irgendwann was, wenn es dann fertig ist und funktioniert, lasse ich euch das natürlich wissen. Aber aktuell ist es noch nicht so weit, ne? Also dass ich jetzt hier keine Enttäuschungen zürne oder ähnliches. Ja, jedenfalls habe ich erstmal im CAD angefangen und habe mir erstmal so ein Grundkonstrukt überlegt. Ne, hier, das soll jetzt Nutprofil sein. Ich habe das jetzt nur als Blöcke gezeichnet, ne, weil das ist ja nur für mich gewesen. Ne, also gibt es erstmal so einen Grundbau sozusagen, mehr oder weniger mit so einem Arm vorne dran. Und dazu gibt es dann einen Motor, der kommt dann hier hinten drauf. Und das Ganze kann dann über einen Kettentrieb oder einen Riementrieb hier vorne die Scheibe antreiben. Und die Scheibe, die sitzt dann da. Das Ganze kriegt dann auch noch Räder rechts und links hier. Ich habe das jetzt mal so als zylindrische Klötze gezeichnet, ne? Optisch sehr anspruchsvoll. Ne? Die kommen dann da unten dran an den Querträger. Da kann man das Ganze dann mit fahren. Und vorne sitzt dann dieses Sägeblatt, was wir uns gerade angeguckt haben, was dann hier angetrieben werden kann. Ja, und dann hat man das Ganze so, kann damit durch die Gegend fahren und kann das Ganze dann zum Beispiel über einen Griff, den man da hinten dran macht, zum Beispiel, was dann so aussehen könnte, bewegen und dann hier vorne auch eintauchen und damit so mit seitlichen Bewegungen dann quasi einen Baumstumpf oder ähnliches wegfräsen. Das ist so der Plan. So ähnlich funktionieren diese Dinger ja auch, die man sich da kaufen oder mieten oder die es zumindest fertig gibt, sagen wir es mal so. Ja, und das Ganze dann auch noch ein bisschen angetrieben wird, beziehungsweise noch Strom hat, gibt es noch einen Akku oben drauf. Das sieht jetzt erstmal so aus, das ist so ein Akku, den ich habe, der ist so aus der Skateboard-Richtung, der steht die meiste Zeit rum, da mache ich gleich nochmal ein Bild von, wie der aussieht. Ja, der passt jedenfalls so ungefähr da oben drauf und kann das Ganze dann mit Energie versorgen. Und so ungefähr so ist der erste Plan und dann habe ich einfach erstmal geguckt, was ich selber noch so rumstehen habe in meinen Verlies, in den Keller und so weiter, was man so zusammenbindet, womit man vielleicht günstig schon mal was aufbauen kann.
Ja, habe ich ja schon mal ein bisschen was da. Kann man ja schon mal mit anfangen. Ist ja besser als nichts. Hier nochmal ein Blick auf den Akku. Der hat mal ein paar Eckdaten da oben in der Ecke geschrieben. Der besteht aus 156 Zellen. NCR 18650B. Ne? Normale Lithium-Ionen-Zelle, 3,6 Volt, ungefähr 3,35, 3,34 Amperestunden, sowas haben die ja. Das sind 12S, 13P-Verschaltung. Ne? Also 12 in Serie das Ganze und dann jeweils 13 parallel immer. Dann kommt man auf Werte von 43,2 Volt Nennspannung bei 44,2 Amperestunden und das Ganze führt ja zu knapp 2 Kilowattstunden, so 1,9 Kilowattstunden Kapazität, sowas in der Größenordnung. Wiegt ungefähr 8 Kilo das Ganze und der ist jetzt auch schon eine Weile alt, knapp 10 Jahre, ne? Den habe ich irgendwann in 2014 mal gebaut, wo ich von so ein paar Leuten mal in diese Skateboard-Richtung gedrückt wurde. Ja, und wenn der da drunter sitzt, dann naja, fährt er so 50 Kilometer mit einem durch die Gegend. Aber die meiste Zeit macht er das ja eher nicht, wie das immer so ist mit solchen Akkus. Und ja, da steht er rum. Deswegen kann man jetzt für diesen Projekt den vielleicht ganz gut einsetzen. Gehen wir also erstmal los und bauen das Chassis. Da habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen 40x80 Nm Profil dabei gelegt, neben meinen 40x40. Und das sind so die drei Teile, die jetzt erstmal zusammenkommen, wie wir das in der CAD-Zeichnung gesehen haben. Und zwar will ich ja die beiden 40x80 Teile hier so winklig miteinander verbinden. Da kann man natürlich Winkelverbinder nehmen. Die Winkelverbinder kann man sich aber auch sparen, wenn man hier eine Schraube quer durchbohrt, wie man sieht. Und dann kann man nämlich in diese Stirnseiten dieser Profile, die sind immer mit dem entsprechenden Kernlochdurchmesser der Nutgröße versehen. Also das hier ist ein Nut 8 Profil. Das heißt also, da kann man M8 reinschneiden und ein M8 Gewinde hat ja ungefähr 6,4 Kernloch. Dementsprechend hat das 6,4 Lochdurchmesser da. Da kann man also direkt Gewinde reinschneiden und dann kann man damit arbeiten. Die Schraube noch ein bisschen einzusenken, nehme ich hier einen Stufenbohrer. Dann bohre ich da erstmal quer rein und wie man sieht, komme ich dann mit dem Stufenbohrer unten mit der 8er Größe ungefähr in dem Loch an und habe dann oben so eine 14er Größe, wo ich dann da den Schraubenkopf reinkriege, also den Durchmesser der Schraube, dass ich da drin versenken kann. Zum Schluss nochmal das auf 8,5 aufgebohrt, das Loch unten, dass die Schraube ein bisschen Luft hat. Ja, und dann sieht das auch schon gut aus. Passen die Schrauben da rein, sind ein bisschen versenkt und dann kann man damit die beiden Teile winklig zusammenbringen. Zum Preis von zwei Schrauben sozusagen, ne, und eines Gewindebohrers, den man ja eh hat. Und dann braucht er keine Winkel oder ähnliches. Und zumal hält das so auch wesentlich besser als mit Winkeln, finde ich, weil die Winkel sind immer so ein bisschen, ne, Gussteile auf der Kante. Und wenn man das so direkt plan zusammenzieht, vorausgesetzt, das Teil ist gerade abgesägt, dann ist das in meinen Augen deutlich stabiler. Auch wieder noch Gewinde reingeschnitten und dann ist das auch schon soweit fertig. Können wir als nächstes mal gucken, dass wir vorne die Welle durchkriegen, wo denn das Sägeblatt dran soll. Da habe ich mir erstmal so ein Stück 16er Welle habe ich mir hingelegt und da habe ich noch zwei Kugellager dazu. 16 auf 28 außen, die dann entsprechend da dran können. Die nehme ich aber nicht direkt in das Profil, sondern in das Profil bohre ich erstmal nur ein Loch, ein bisschen großzügiger, mache ich so ein 20er Loch rein, dass die 16er Welle da drin noch ein bisschen Spiel hat, das Ganze, dass da nichts schabt oder schleift oder ähnliches. Und dann hat ihr da schon mal gut Luft drin. Und um hier dann die Lager letzten Endes mache ich mir zwei Lagerblöcke rechts und links, also so zwei Flanschplatten sozusagen, wo ich dann die Lager einpressen kann. Die säge ich mir erstmal aus einem 6 mm starken Flachmaterial zu. Das ist dann auch letzten Endes 80x80 ungefähr, was ich dazu säge. Das ist also ungefähr quadratisch. Davon lege ich mir gleich zwei Stück übereinander in Schraubstock, wenn ich das bohre. Ne? Da muss ich noch einmal anzeichnen und einmal bohren. Und da sind die Bohrungen auch alle schön deckungsgleich. Das hat auch einen Vorteil. Na, wenn man dann wenig Toleranzen hat zwischen zwei Teilen, die ja zusammenarbeiten sollen, weil die Welle geht ja durch beides durch am Ende, gibt es in der Mitte noch 28er Loch, auch wieder mit einem Stufenbohrer. Schön bisschen ölen, ne? Mit dem Öl nicht sparsam sein, ne? Ihr wisst das. Und dann passt auch der Lochdurchmesser und dann kann man da auch bequem die Lager am Ende einpressen. Kann man auch von der Reibale oder ähnlichem ein bisschen Abstand nehmen, weil das reicht dann auch so meistens schon aus von der Genauigkeit her. Ja, dann stehen auch ein bisschen Späne, wie man sieht, ne? Wenn man über die Zeit, da kommt dann doch schon ein bisschen was zusammen. Ja, und dann die Platten noch gesenkt, einmal von rechts und einmal von links für die beiden Seiten. Ja, und dann können die da auch schon dran ans Profil angeschraubt werden mit Senkschrauben und dann können die Lager eingepresst werden. Lager einpressen, ungern mit dem Hammer, ne? Lieber immer nur mit Druck arbeiten und nicht mit Schläge. Deswegen mache ich das hier auch im Schraubstock und Holz dazwischen, dass nichts passiert, ne? Dass man irgendwie das Lager nicht beschädigt und dann das da eingepresst. Normalerweise braucht man da ja auch keine sonst sowas wie großen Drücke. Das ist ja relativ präzise, das sollte auch relativ simpel gehen, ne? Nur halt mit Hammer ist halt immer sehr ungünstig bei sowas. Ja, und das ist auch schon drin. Da haben wir das Kettenritzel mal hergenommen, nochmal Probe gesessen. Dann mal guckt, wie es dann später aussehen wird. Dann ist das auch schon soweit passig vorbereitet. Hier nochmal ein Blick, wie der Motor hinten später liegen wird. Das Ganze nochmal so ein bisschen hingelegt und mal geguckt.
man sich irgendwo vertan hat oder ob es tatsächlich am Ende noch zusammenkommt. Dann habe ich mich da unten schon mal um den Axtträger gekümmert, wie man sieht. Der kriegt dann auch noch zwei Löcher rein, entsprechend des Prinzips, was wir eben gesehen haben, ne? Also mit dem Stufenbohrer, dass oben gleich der große Durchmesser ist, wo dann Schrauben durchpassen. Und dann kommt da an der Seite auch noch Gewinde rein, auch wieder M8. Ja, und dann kann das Ganze da unten dran geschraubt werden und dann können da eine Seiten über diese Hülsen und auch mit M8 Schrauben entsprechend dann die Räder dran. Diese Räder, das sind so die üblichen, die man so kennt. Die haben ja so ein Nadellager drin. Also Nadellager ist schon ein großes Wort. Das sind eigentlich nur so ein paar Bolzen, die sich in dieser Kunststoffbuchse drehen. Und dann haben die innen entsprechenden Durchmesser. In diesem Fall ist das 20. Und dann macht man da so eine Buchse rein und da laufen die dann drauf. Und das reicht dann aus. Also so für, ist ja jetzt keine Hochpräzision hier. Die sollen sich ja nur halbwegs verlustfrei drehen. Und dafür sind die eigentlich ganz gut so geeignet. Kann man das da anschrauben und dann ist das gut. Kann ich also als nächstes erstmal gucken, meine Kette, die ich noch gefunden habe, wie lang die denn sein muss. Also die hat ein Kettenschloss und die kann man ja immer alle zwei Glieder, kann man die ja auseinanderschleifen sozusagen, man den Bolzen ein bisschen aufschleicht und dann raustreibt. Und dann kann man sich darüber ja dann entsprechend dann die Länge auswählen, die man dann haben möchte. Das heißt, ich habe immer ein Raster von zwei Gliedern ungefähr. Das heißt also ein Glied pro Seite, also ungefähr der Achsabstand zwischen den beiden Kettenrädern ist dann immer ungefähr ein Glied. Also von der Länge her, den man da auswählen kann. Dementsprechend habe ich mir das Ganze erstmal hingestellt und mal geguckt und den mal ausgepresst und mal auf Länge gemacht, um dann mal so zu gucken, wie weit muss der Motor denn noch weg, beziehungsweise wie viel Langloch brauche ich denn mehr oder weniger, um dann nachher eine Kettenspannung vernünftig einstellen zu können. Ich kann ja hier vorne diese Platte, die ist ja nur in den Nuten drin und die Bohrung für die Welle habe ich ja ein bisschen größer gemacht. Das heißt, ich kann ja durch das Verschieben der Platte hier, kann ich ja die Kette dann spannen. Das funktioniert dann ganz gut. Brauche ich mir nicht zusätzlich noch eine Kettenspannoption schaffen. Muss halt nur gucken, wie ich jetzt den Motorblock hier hinten halt befestige, beziehungsweise die Aufnahmeblöcke für den Motor, in welcher Stärke ich die mache, dass das dann ungefähr passt. Das habe ich mir hiermit erstmal angeguckt, habe mir einen Bohrer zwischengeklemmt und dann habe ich ja ungefähr das Maß, was ich da brauche, dass das hier halbwegs passt. Und dann ist das schon mal so grob, reicht das ja aus. Und dann habe ich mir ein bisschen Multiplexplatte hergenommen, ne, und da habe ich mir da erstmal so eine grobe Vorform aufgezeichnet mit dem Motordurchmesser. Und da habe ich mir solche Teile dann entsprechend ausgesägt, davon zwei Stück an der Zahl. Die dann mit Bohrungen in dem Nutabstand des Profils versehen und entsprechend von oben gesenkt. Und dann kann ich das Ganze da drauf schrauben. Dann habe ich da erstmal schon so eine Halterung. Ja, das ist jetzt ja, es ist Holz, ne? Es hält jetzt nicht unendlich viel, aber das muss es ja auch gar nicht, weil der Motor wird ja reingedrückt letzten Endes in die Halterung. Es geht ja nur darum, dass er ein bisschen so einen Formschluss hat, dass er halt nicht nach oben oder unten rausfällt. Ja, und dafür reicht das Holz ja vollkommen aus. Und Multiplex hält ja jetzt auch schon ein bisschen was. Es ist ja jetzt nicht das weicheste Holz, was es gibt. Um den Motor da festzumachen, nehme ich jetzt Schellen in diesem Fall. Ich nehme immer gerne Rohrschellen bei sowas, dass man den Motor nicht an der Flanschplatte halten muss, sondern dass man den über seinen Durchmesser abfangen kann. Gerade wenn der Motor ein bisschen schwerer ist, finde ich das immer sehr angenehm. Ich habe jetzt hier so Rohrschelle genommen, die habe ich in der Mitte hier durchgeflext, wie man sieht, und habe dann an den Enden, die sich dann ergeben, so ein Stück umgelegt und platt gekloppt und habe dann hier noch so eine Metallplatte mehr dazu gemacht, womit ich die dann entsprechend fixieren kann. Das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, ich gehe hier auf das Profil. Hier habe ich so mein Schellenende, was dann hier eingeklemmt ist und entsprechend hier zusammengepresst. Und das Ganze gibt es dann unten auf der anderen Seite nochmal. Hier habe ich dann nochmal den Axtträger noch eine kleine Einfräsung gemacht. Das sieht man hier, weil der muss ja hier wieder drauf letzten Endes, da wo diese Schrauben sind und damit das Ganze passt. Habe ich denn hier noch so eine kleine Ausfräsung, dass der hier dann wieder drüber passt über den Schraubenkopf? Das ist der ganze Hintergrund. Ja, und wenn das dran ist, sieht das dann so aus. Und jetzt ergibt sich das auch ein bisschen. Ne? Also man hat die aufgeflexte Schelle hier, die ist jeweils im Oben und unten an dem Profil festgeschraubt. Und hier kommt sie dann zusammen und man kann dann hier einfach über das Anziehen der Schelle kann man dann den Motor hier reinspannen. Also das reicht von der Kraft auch völlig aus. Dadurch, dass der hier auf dem Holz eine relativ große Auflagefläche hat und über das Schellenband halt auch. Reicht, dass man den handfest anzieht, dann ist er schon bombenfest da drin und bewegt sich kein Stück mehr. Ne? Also da muss man auch gar nicht sonst was für Kräfte haben. Dadurch, dass die Oberflächen hier relativ groß sind, zieht man das so ein bisschen locker an und dann sitzt er da drin bombenfest und bewegt sich kein Stück mehr. Das ist dann schon ganz angenehm und es ist auch eine schöne Art und Weise der Befestigung, wie ich finde. Ne? Man muss hier nicht mit einer Flanschplatte arbeiten, die dann noch auf die Motorlänge aufträgt und die dann immer extrem dick sein muss, wenn der Motor alleine schon ein paar Kilo wiegt und dann auch noch Drehmomente generiert. Deswegen habe ich mich da so für entschieden und finde das ganz angenehm. Alles soweit vorbereitet. Können wir uns jetzt nochmal darum kümmern, dass das schöne Sägeblatt auch noch eine schöne Aufnahme kriegt an die Welle dran, damit das am Ende auch hält und dann vernünftig da zu befestigen ist.
Ja, Drehteil fertig, Blatt angebaut und man stellt fest, ja, ungünstig. Ne? Es ist ja durch die Ecken hier relativ viel des Blattes vorne belegt. Ich meine, ich will ja eh nicht tief schneiden, ich will ja eine fräsende Arbeit ausführen, aber es wäre ja trotzdem schön, wenn wenigstens im kompletten Umfang vorne immerhin schon mal die Hartmetallschneide zumindest frei liegt. Also habe ich da nochmal so ein paar Ecken hiervon abgesägt, oben und unten das Ganze noch ein bisschen hingefeilt. Und man sieht, ja, jetzt habe ich hier schon großzügig zumindest die Schneide vorne frei und das reicht ja dann auch völlig aus. Viel tiefer rein will man ja eh nicht, weil es geht ja eher darum, ne, wirklich in fräsender Art und Weise dann Material abzutragen damit. Deswegen sollte das so gut genug sein. Ja, dann habe ich mir noch ein paar Scheiben aufgedreht auf 16er Innendurchmesser, womit ich dann ein bisschen als Distanzscheiben mehr oder weniger arbeiten kann. Um dann hier das Ganze noch ein bisschen von der Wellenlänge her auszunivellieren, dass da dann mein Kettenritzel drauf kommt und das Ganze dann auch am Ende passt. Und vor allen Dingen, dass die Kette auch genug Abstand hier zum Teil hat, dass sie da am Ende nicht noch dran schleift oder so oder im schlimmsten Fall sogar noch hängen bleibt oder sowas. Ja, und das alles soweit passt, ne, Ritzel drauf, dann habe ich hier erstmal die Kette drauf gehängt und die erstmal gespannt, so im Groben und Ganzen. Ne, also so ein bisschen halbwegs, ne, dass es mehr oder weniger spielfrei ist, ne, also spannt ja nicht bekloppt. Ja, und dann habe ich erstmal das Ganze hingestellt und immer versucht, es zum Leben zu erwecken. Also erstmal das Netzteil hergekriegt. Ne? Das ist das Einzige, was eigentlich so ein bisschen dafür geeignet ist. Ne? Ja, mal angeschlossen. Dann mache ich das Ganze erstmal mit kleinster Betriebsspannung, um erstmal zu gucken, läuft es denn überhaupt sauber. Ne? Ja, sozusagen, it's alive, ne? Kann man fast sagen. Ja, und es läuft und es dreht sich und ja, es ist erstmal schon mal schön. Was dann aber auch auffällt, okay, die Kette schlägt ein bisschen, weil das ist einen halben Meter Länge, wo die frei ist quasi. Und ja, ne, Kette ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das günstigste, ne, ein Riemen oder ein Zahnriemen oder ein Keilriemen oder so wäre vielleicht besser gewesen. Aber ich hatte halt noch Kette da und so weiter und ich hatte halt auch schon so ein Kettenritzel auf dem Motor und deswegen dachte ich mir, nehme ich doch die Kette her. Ne, ist jetzt vielleicht im Nachhinein nicht unbedingt die beste Lösung dafür, aber ja, jetzt deal ich damit und gucke mal, was man hinkriegt. Also habe ich mir gedacht, ja. Es gibt ja sonst auch in Anwendungen so Kettenschleifer oder so Kettengleiter oder wie man es nennen möchte. Die sind aus PEHD in den meisten Fällen und da kann dann die Kette drüber laufen. Und sozusagen, ja, ist die ein bisschen abgefangen, sage ich mal. Und dachte ich mir, sowas Ähnliches will ich jetzt auch mal gucken und mir hinkonstruieren und einfach mal zu sehen, wie verhalten sich sowas. Ne? Quasi so ein bisschen ein Probierprojekt hier mehr oder weniger, ne? Mit ungewissem Ausgang. Es muss ja nicht immer alles erfolgreich sein. Man kann ja auch mal was machen, was daneben geht. Ne? Deswegen dachte ich mir, ja, nehme ich einfach jetzt mal als Gelegenheit und probiere das mal aus. Also habe ich mir hier erstmal so eine Platte hergenommen, die ich in der Mitte noch verschieben kann, wo ich so einen Kettengleiter drauf konstruieren kann. Dann habe ich mir da erstmal was ausgedruckt, ungefähr in so einer Form, wie man hier sieht, aus weißem PETG in diesem Fall. Ne? Also kein PEHD, sondern jetzt PETG. Ich hatte da eh noch so eine Rolle mit Weiß, da wusste ich nicht, was ich da groß mit anfangen sollte. Habe mir da erstmal vier solche Teile hergestellt, wie man hier sieht, und dann mir so eine Platte gebaut, wo ich die dann draufschrauben kann, mit dem Abstand, wo die Kette hin und zurück durchlaufen kann und die ich dann auch hier auch wieder in den Nuten festschrauben kann. Ja, und sieht das Ganze ja schon ein bisschen besser aus, möchte ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas ruhiger. Ja, aber dann fiel mir natürlich auf, Mensch, irgendwie Kettenschutz und so ist ja ein Thema. Und ja, warum, wenn ich die Teile jetzt auf die komplette Länge gemacht hätte, ja, dann hätte ich ja schon einen schönen Kettenschutz im Prinzip. Weil die läuft ja hier super drin und da macht man letzten Endes vielleicht noch ein Blech vorne drüber oder so und dann ist die Kette ja schon quasi komplett eingehaust. Deswegen dachte ich mir, ja gut, probieren wir einfach mal aus, was passiert. Druckergröße ist ja vorhanden, das heißt also, ich habe mir die Teile nochmal in 400 mm Länge gedruckt. Auch nochmal wieder vier Stück. Es dauert dann schon ein paar Stunden länger, aber ist ja dann nicht so wild. Ja, und dann kann man das Ganze nochmal veranstalten am Ende mit vier von den Teilen. Und mal sehen, wie es sich dann verhält. Ja, man sieht, jetzt läuft es ja eigentlich komplett ruhig, mehr oder weniger. Es ist ja nur da, wo die Kette umlenkt letzten Endes und durch ihren Fettfilm dann vom Ritzel abreißt, ja. Aber ansonsten im Groben und Ganzen ist es ja mehr oder weniger jetzt ruhig. Und was mir so aufgefallen ist, was ich ja hier nochmal zeigen will, ist, die Stromaufnahme ist mit diesem Kettengleiterschutz hier mehr oder weniger sogar geringer als ohne. Das heißt also, die wackelnde Kette braucht mehr Energie, als quasi der Reibwert hier von diesen Teilen ist. Ne? Also das heißt, also der Reibwert ist sehr gering. Schließe ich daraus mal. Und das ist ja auch nicht unwichtig, weil ich will ja nicht, dass mir die Dinger hier schmelzen. Wenn die Kette jetzt dadurch so warm wird, dass es am Ende hier in das Druckteil schmilzt, dann habe ich ja ein größeres Problem als vorher, sage ich mal. Deswegen, ich habe das auch noch mal kurz als Video hier ein bisschen in 0,5-facher Geschwindigkeit und man sieht hier unten, die Stromaufnahme, die ist so 200, 300, 400 mA geringer als oben ohne Kettenschutz. Ne?
Das fand ich schon interessant, dass man auf der großen Länge dann tatsächlich gar kein Problem hat damit. Ist jetzt also tatsächlich so weit, dass ich es mir nicht nehmen lassen habe und das Blatt auch mal auszuprobieren, wie das denn überhaupt sägt. Na, mein Netzteil kann jetzt nur knappe, irgendwie gute 12 Volt, 15 Volt, sowas in der Größenordnung. Der Motor ist eigentlich für 36 Volt. Das heißt also, wir reden jetzt hier ungefähr von einem Drittel der möglichen Drehzahl. Ne? Aber ich lasse es einfach mal laufen und wollte mal ausprobieren, was passiert. Ja, einen Klotz mal drunter weggenommen, völlig ohne Schutz, ne? Gefährlich wie immer, ist ja ganz klar. Und dann habe ich es einfach mal ein Stück Holz gehalten und mal geguckt, wie es so arbeitet. Und es ist tatsächlich, ja, es ist schon ordentlich. Ne? Also dafür, dass sich das Ding jetzt irgendwie mit knappen 1000 Umdrehungen dreht oder so, hat das schon einen ordentlichen Schnitt. Ne? Also da kann man nicht meckern. Fliegt natürlich der Krempel durch die Gegend. Das heißt also, man kommt drauf, man bräuchte mal einen Blattschutz. Das wäre zumindest ganz angenehm, ne? Wenn man auch irgendwie ein bisschen nach hinten mal einen Schutz hat, dass man nicht reintritt oder fasst oder wie auch immer. Weil es ist ja dann doch schon nicht mehr ganz ungefährlich. Deswegen habe ich mir das mal so hingestellt und mal geguckt, wie bin ich denn ungefähr, ne? Weil hier bin ich ja dann irgendwo über dem Boden, vielleicht noch so ein bisschen, so 20 mm tiefer will ich ja mehr oder weniger. Das heißt also, wie müsste denn hier ein Schutz ungefähr geformt sein? Das habe ich mir jetzt hier erstmal an dieser Stelle überlegt und dann habe ich mir mal was gezeichnet, wie das aussehen könnte. Dazu habe ich erstmal eine 2D-Zeichnung gemacht. Also man sieht hier einmal den 40x80 Träger und halt hier mit dem Durchmesser die Säge, also das Sägeblatt. Also die Scheibe sozusagen mit 125 mm. Und der Schutz ist jetzt ungefähr so hier über die Größe. Das heißt also hier noch so ein bisschen nach unten und dann nach oben bis senkrecht. So mehr oder weniger, dass die Späne hier in dem Umfang dann abgehalten werden. Das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen eckig, wie man sieht. Das ist so gewollt, weil das ist jetzt letzten Endes quasi, man guckt hochkant auf ein Blech und das Blech ist hier immer gekantet. Entsprechend an der Stelle, wie man sieht. Und dann gibt es dazu Laschen, das heißt also, die sind dann um 90 Grad abgewinkelt nach unten von dem Blech und an diesen Laschen kann man das dann festschrauben auf einem Träger. Der Träger könnte dann so aussehen. Das heißt also, man hat jetzt quasi ein Blech, was man dann hier über diese Bohrungen dann auf diesem Träger festschrauben kann. Und man könnte es dann theoretisch sogar noch versetzen, weil es hat ja alles das gleiche Raster. Das heißt also, ich kann in diesem Raster das Ganze dann auch noch verdrehen, quasi dann auf verschiedene Winkel anpassen oder so, je nachdem, wie der später ist. So habe ich mir jetzt erstmal überlegt und das bauen wir doch jetzt erstmal. Habe ich mir also erstmal ein Stück VA-Blech hergenommen. So, weiß gar nicht was, das ist so ein Millimeter anderthalb oder so. Das ist ja jedenfalls schon ziemlich robust, wenn das nachher ein geformtes Teil ist. Da haben wir ja erstmal die Segmente aufgezeichnet und hier oben den Teil, den ich abkannte, mit entsprechend den Bohrungen dazu. So wie wir das gerade in der Zeichnung gesehen haben. Habe ich das erstmal soweit ausgesägt, ne? Also hier die Außenform und hier oben entsprechend bei den Laschen hier eingesägt, weil ich das ja am Ende dann kannte und dann muss ja hier entsprechend Luft zwischen sein. Deswegen habe ich das hier einmal so kurz unter der Bandsäge entsprechend schon mal vorgeformt. Ja, und das Ganze sieht dann so aus, ne? Hier unten abgewinkelt die Laschen, Löcher gebohrt, also vorzugsweise erst gebohrt und dann abgewinkelt, ist ein bisschen einfacher von der Herstellung. Und nach dem Abwinkeln dann entsprechend hier nochmal im Schraubstock kurz nochmal einmal das eingespannt und dann mal entsprechend diese Winkel hier dazu gefügt. Das sind dann so 14, 15 Grad pro Element und das Ganze ergibt sich dann über die kompletten Winkel ungefähr in dem 150 mm Durchmesser sowas, 75 mm Radius in der Größenordnung, dass man so einen Abstand von 10, 15 mm zum Sägeblatt hat. Dann gibt es noch entsprechend den Träger dazu. Das ist klassische Art und Weise hier, ne? Einfach auf Papier ausgedruckt mit Prittstift auf den Blech aufgeklebt hier, 6 mm ist das Stärke. Und das Ganze dann Bandsäge ausgesägt, Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und zusammengebaut. Und dann sieht das Ganze so aus, wenn es an der Gerät dran ist. Hier entsprechend so, die Kanten nochmal ein bisschen rund gemacht hier oben, dass da Verletzungsgefahr nicht so groß ist. Ja, dann ist das so ein recht komplizierter und overengineerter Blattschutz, mehr oder weniger. Ja, aber er ist ziemlich stabil, muss ich sagen. Also durch die Kantung auch. Ne? Also da wird kein Stein durchfliegen so schnell. Ja, da hat man schon mal ein bisschen Schutz auf jeden Fall mit gewährleistet. Können wir uns also als nächstes mal um eine Akkuhalterung kümmern? Habe ich mir erstmal hier zwei Leisten hergenommen und entsprechend Winkel, Stahlwinkel aufgekloppt auf das Winkelmaß des Akkus unten. Da habe ich mir an der Seite dann nochmal ein bisschen stirnseitig auch nochmal zwei Teile ausgesägt, die auch entsprechend diesen Winkel haben. Die sind dann da angeschraubt, einfach mit zwei Schrauben. Und dann gibt es längsseitig auch nochmal zwei Leisten. Und dann hat man schon so ein schickes Körbchen und da passt der Akku dann auch rein. Und dann ist er da ausreichend gut gehalten. Natürlich nach oben offen, da muss man dann nochmal gucken, ne? Da kann dann noch was drüber, dass da nicht die Späne und alles reinfliegen und so weiter und so fort. Aber so mechanisch gesehen, von der Stabilität her, dass sein Gewicht erstmal abgefangen ist, dafür reicht die untere Konstruktion so erstmal aus. Das Ganze auch auf dem Gerät noch fest wird,
habe ich hier nochmal einen Klotz entsprechend nochmal ausgesägt, auch in den Winkel. Der ganze wird dann nochmal gebohrt und dann unten aufgeleimt, mittig. Und kommt dann auch wieder mit zwei Schrauben einfach in die Nut reingeschraubt, die oben noch frei ist. Ne? Da, wo dann halt entsprechend der Motor dran ist, an dem 40x80 Teil, da kann die hier oben noch drauf. Auch nochmal mit zwei Nutsteinen drauf geschraubt. Und hier vorne habe ich ja nochmal einen Winkel gesetzt und das Ganze nochmal abgefangen, dass das hier entsprechend gestützt ist. Ne? Weil wenn das nur hier in der Mitte festgeschraubt wäre, würde das natürlich schon irgendwo wackeln. Das wäre dann ein bisschen ungünstig. Deswegen habe ich hier vorne nochmal zum Abfangen nochmal einen Winkel dran. Ja, ist das Ganze auch schon gut. Dann reicht das aus. Kann ich euch noch einen Griff zeigen zu guter Letzt. Der Griff weicht jetzt ein wenig von dem ab, was ich mir im CAD gedacht habe, weil ich hatte noch eine andere Idee. Und zwar habe ich hier noch 40x20 Nutprofil und da habe ich mir gedacht, daraus kann man auch was bauen, was dann auch noch ein bisschen einstellbar ist am Ende. Deswegen habe ich mir da erstmal 250 mm Stück von abgesägt, von den knappen Meter oder so, was das ist. Da haben wir dann hier, wie man sieht, auch wieder nach dem bekannten Konzept eine versenkbare Schraube mit entsprechend Bohrung einmal vorgesehen, einmal in der einen Nut hier und einmal im anderen Teil da. Und das Ganze führt dazu, dass man das dann so verbinden kann. Das heißt also, ich habe hier einmal einen Fixpunkt mit einer Bohrung, was dann als Schraube durchgeht auf die Nut hier auf dem anderen Teil. Und dann habe ich in dem unteren Teil einmal einen Fixpunkt mit einer Schraube, die durchgeht auf die Nut in dem oberen Teil. Das heißt also, ich habe jetzt bei jeder Schraube immer jeweils einmal einen Fixpunkt und einmal eine Nut, wo sich das Ganze drin verschieben kann. Und das führt dann dazu, wie man hier sieht, dass man quasi ein Gelenk hat. Das heißt also, man kann das Ganze bewegen, wenn man das lose hat. Und dann zieht man das fest und dann ist das in der Position fest. Das Ganze gibt es zweimal, ein rechtes und ein linkes Teil. Und es ist halt auch wieder eine sehr günstige Möglichkeit. Ne? Also man braucht jetzt kein Gelenk irgendwie mit so einem Griff oder so, was für teuer Geld, was man da anschrauben kann. Man kann halt auch auf diese Art und Weise jetzt ein Gelenk herstellen, mehr oder weniger, was man schon einstellen kann, mal, ne? Zur Positionierung oder ähnlichen und kann das dann festziehen. Und hat dann eine sehr feste Verbindung, weil sich die Nutensteine in der Nut natürlich festsetzen, wenn man das anzieht. Und dann ist das darüber entsprechend auch sehr stabil. Auch dadurch, dass die Schrauben ja auch einen gewissen Abstand haben zueinander. Also Nutprofile arbeite ich allgemein eigentlich sehr gerne mit, weil man kann ja auch gut recyceln. Ne? Also ich kann da jetzt so also ein Ding ausbauen und wenn ich das dann am Ende nicht mehr brauche, dann baue ich es auseinander und baue was anderes davon. Ne? Also dadurch, dass hier ein paar Löcher drin sind, das ist ja nicht so wild. Ne? Das macht es ja nicht schlechter und vielleicht kann man das sowieso auch in der Form nochmal irgendwo für was anderes gebrauchen. Ist halt immer ganz schön. Also nehme ich deutlich gerne als irgendwie Vierkantrohr, Stahlrohr oder ähnliches, was man dann zusägt und zusammenschweißt. Ne? Klar, das kann man auch wieder auseinanderflexen und nochmal irgendwie nehmen. Aber das hier ist dann doch schon die deutlich einfachere Methode. Ich meine, klar, das Nutprofil ist ein bisschen teurer. Ne? Kostet schon ein paar Euro der Meter. Ne? Im Gegensatz zu einem Vierkant-Stahlrohr, das ist natürlich günstiger. Aber ja, ne? Also man kauft es halt einmal und man kann es halt auch besser recyceln, finde ich. Und es rostet halt nicht, ne? Und es lebt halt irgendwie länger und man hat auch mehr Möglichkeiten. Man kann an der Seite gleich, wie man gesehen hat, Gewinde schneiden, ne? Schrauben reindrehen, kann einfache Teile verschieben. Man kann nochmal schnell was anschrauben oder so, wenn man nochmal was braucht. Ne? Man muss nicht irgendwie schweißen und hat dann wieder Hitze und Funkenflug und ähnliches. Deswegen ist das schon ganz schön. Also da ist der Euro mehr, den es kostet, der ist da gut investiert, finde ich. Ja, dann gibt es dazu noch ein paar Verbinderstückchen, auch wieder 6 mm Flachmaterial, was ich hier noch habe. Teile ich mir mal auf in 4 gleich große Stücke. Das Ganze wird dann auch nochmal gebohrt und gesenkt und kann dann hier, wie man sieht, mit einer Auswahl an Schrauben und Steinen können dann die Griffe hier festgeschraubt werden. Gehe ich hier direkt unten an den Axtträger, dass ich meinen Angriffspunkt direkt da habe, wo die Räder sind, ne? Also kleine Hebelkräfte und so weiter. Und komme dann hier raus und gehe dann hier hoch und habe dann schon mal so eine Vorform meines Griffs. Ist natürlich noch nicht fertig, oben ist noch was dran, aber das ist jetzt so der Stand. Ja, und so sieht das bis jetzt aus. Das ist alles, was ich habe. Das ist alles, was ich euch bis jetzt zeigen konnte. Das ist mein Gerätchen, mein kleines Mechanik-Bastelprojekt zwischendurch, was ich dann irgendwann auch mal weitermache, wenn ich da wieder weiter zu bin. Das ist ja eigentlich mehr so Herbstthema, sage ich mal. Ne? So ein bisschen an Bäumen rumsägen und was wegmachen oder so. Das wird dann im Herbst, wird das auch wieder dann auf der Agenda kommen. Jetzt hatte ich erstmal so ein bisschen Zeit, wie gesagt, und habe hier ein bisschen was zusammengebastelt. So sieht es aus bis jetzt. Bis jetzt ist es auch noch halbwegs vielversprechend. Mal gucken, wann der Reinfall kommt. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, wenn es soweit ist. Das ist jetzt erstmal der Stand. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.